Audi präsentiert den neuen TT Roadster. Pure Sportlichkeit, ein authentisches Fahrerlebnis und ein hohes Leistungspotenzial. Der offene Sportwagen führt die Linie seines erfolgreichen Vorgängers fort. Neben dem serienmäßigen Sechsganggetriebe steht für beide Varianten das innovative Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic zur Wahl. Auch das Fahrwerk des neuen Roadster überzeugt mit starker sportlicher Performance. Sein Highlight ist die optionale Stoßdämpfertechnologie Audi Magnetic Ride. Sie erlaubt es nach Belieben zwischen einer konsequent dynamischen und einer komfortbetonten Charakteristik zu wechseln. Mit seiner geometrischen Strenge und Klarheit ist das Design des ersten TT Roadster zu einem Klassiker mit Kultstatus avanciert. Beim neuen Modell hat Audi die charismatische Formensprache bewahrt und gezielt weiterentwickelt. Während beim TT Coupé der Rumpf und die Dachpartie am Heck ineinander zu fließen scheinen, zeigt sich das Verdeck beim TT Roadster deutlich abgesetzt, so wirkt das ganze Design geometrischer. Der Karosseriekörper drückt Kraft und Vorwärtsdrang aus. Audi liefert den neuen TT Roadster mit zwei Motoren aus. Der 3,2 Liter V6 leistet 250 PS und ist ab Werk mit dem Quattro-Antrieb gekoppelt. Der 2 Liter TFSI, der die Turboaufladung mit der Benzin-Direkteinspritzung kombiniert, treibt mit 200 PS die Vorderräder an. Der neue Audi TT Roadster orientiert sich trotz großzügiger Ausstattung am Preisniveau seines Vorgängers. Im Frühjahr 2007 startet er zu Preisen ab 33.800 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer in den deutschen Markt.